Servus Leute, ja, mir ist vor kurzem aufgefallen, ich habe schon ewig lang keinen Tag mehr gemacht. Und da bietet sich's an, da mich die liebe Annie Silber zum Basic Book Tag getaggt hat, dass ich jetzt diesen Tag mal für euch mache. Ja, viel Spaß. Ja, der Tag beinhaltet 10 Fragen. Und die erste Frage ist: Zeige dein absolutes Lieblingsbuch und begründe deine große Liebe. Tja, das ist bei mir relativ eindeutig und das ist nicht nur eigentlich mein absolutes Lieblingsbuch überhaupt. Das ist Der Herr der Ringe von J.R.R. Tolkien. Wie gesagt, das ist nicht nur mein absolutes Lieblingsbuch, sondern auch dieses Buch ist mein Lieblingsbuch überhaupt. Denn das ist tatsächlich die Hardcover Gesamtausgabe von der Herr der Ringe mit den Anhängen in einem Buch und auch noch mit der Übersetzung von Margaret Carrox, die ich der Kriege Übersetzung auf jeden Fall vorziehe, da sie viel näher sprachlich am englischen Original ist. Und dann haben wir hier in diesem wunderschönen Buch auch noch Illustrationen von Alan Lee. Das ist der Set-Designer von den Der Herr der Ringe und Der Hobbit-Verfilmungen. Der hat eben hier die Illustrationen für dieses Buch gemacht. Wunderschön und echt, echt riesig und ein ganz schön schwerer Klopper, aber ich liebe das Buch über alles. Das ist einfach, die Geschichte ist das geilste überhaupt und dieses Buch in dieser Zusammenstellung auch. Ja. Wo packt man das hin? Ich leg's mal hier her. Kommen wir zu zweitens. Zeige dein aktuell schönstes Cover. Ach ja, aktuell. Ich habe eigentlich ein Cover. Das ist eigentlich irgendwie immer mein wunderschönstes Cover. Und das wird auch immer irgendwie Altera, der Krieg der Kinder bleiben. Ich finde dieses glitzernde Cover mit den beiden Wölfen hier und dem Baum und das ich lieb die Geschichte und ich lieb dieses Buch und ich lieb dieses Cover. Aber irgendwie momentan eines meiner liebsten Cover oder mein liebstes Cover aktuell ist von Jessica Burnett Elaine Rabenkind. Ich finde dieses Cover vielleicht auch, weil es ein bisschen so glitzert und ein bisschen so reflektiert hier dieses Cover, erschienen aus dem Sternensand Verlag. Und der zweite Teil ist, glaube ich, jetzt gerade rausgekommen und ich hoffe schon die ganze Zeit, dass er denn bei mir ankommt. Leider ist er noch nicht angekommen, sonst würde ich ihn wahrscheinlich dieses Wochenende schon gleich weglesen, aber so ist es definitiv meine nächste Lektüre, denn sobald ich das Buch in Händen halte, den zweiten Teil von Elaine, wird er gelesen. Und irgendwie, ja, ich habe einfach eine Schwäche für diese Sternensand Verlags Cover. Die Bücher vom Sternensand Verlag hier oben stehen,
gleich eine ganze Reihe. Die sind einfach unglaublich, unglaublich schön. Drittens, zeige deine liebste Buchreihe. Ja, wenn ich jetzt da meine liebste Buchreihe in die Kamera halten würde, dann müsste ich hier diese glorreichen 7 Harry Potter Bände in die Kamera halten. Aber das wisst ihr ja eigentlich alle, dass Harry Potter, ich bin halt ein Potterhead und habe die Bücher schon über 20 Mal alle gelesen. Und als Hörbuch und als... Aber eine Reihe, die ich... Und Reihen sind eben ein bisschen mehr als wie 3 Bücher. Sonst wären es ja nur eine Trilogie. Also müssen schon ein paar mehr sein. Deswegen... das hier ist das Spin-off von Vampire Academy. Bloodlines heißt es. Ich mag auch Vampire Academy, aber irgendwie die Protagonistin, die Rose, habe ich nicht ganz so einfach ins Herz geschlossen. Die ist cool, ja, und so. Aber ich mag einfach Sydney, die Protagonistin aus Bloodlines, viel lieber. Die ist viel wow, ja, ist überhaupt einer meiner absoluten Lieblingscharakter und eine der coolsten Protagonistinnen überhaupt. Und deswegen ist eben Bloodlines, es ist die bessere Variante von Vampire Academy, wenn er versteht, wie ich meine. Ich liebe diese Reihe und ja, deswegen. Zeige deine liebste Trilogie und da, ja, ihr kennt sie alle. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, höchstens die Kerstin Gier schreibt eine Fortsetzung von der Edelstein-Trilogie. Aber solange es eine Trilogie ist, ist das mit Sicherheit meine absolute Lieblingstrilogie. Ich liebe alle Charaktere, ich liebe jeden Teil. Ich liebe Gwendolyn Shepherd, ich liebe Ximerius und ich liebe die Geschwister von Gwen, Leslie und alle und überhaupt. Es ist einfach nur eine unglaublich geile Geschichte und eben eine der wenigen, die ich immer und immer und immer mal wieder rereaden kann. So wie erst vor kurzem. Fünftens, nenne eine für dich einmaligen Protagonisten und erkläre, was ihn für dich besonders macht. Ich habe es, glaube ich, gerade erwähnt. Die Gwendolyn Shepherd ist für mich eine der wundervollsten Protagonisten oder Protagonistinnen überhaupt, die mir je in so einem Buch untergekommen ist. Ich mag diesen Charakter unglaublich. Mir ist die Gwen so sympathisch von allem, wie sie von der Kerstin Gier so beschrieben wird und dargestellt ist, von ihrem Humor, von allem eigentlich irgendwie. Die ist einfach nur toll. So ein Mädel. Das ist
die füllt diese Rolle so unglaublich gut aus. Also ich mag diese Gwendolyn, diesen Charakter so gern, weil cool einfach passt. Ja, kommen wir zu sechstens. Zeige ein Buch oder eine Reihe, wo du die Charaktere einfach nicht mochtest. Ja, ich denke, das ist die Bestimmung, letzte Entscheidung. Der dritte Teil von die Bestimmung. Anfänglich mochte ich eigentlich Triss und auch Four, aber die wurden mir eben in diesem Teil immer unsympathischer und ich konnte irgendwie immer weniger die ganzen Handlungen und alles was nachvollziehen einfach und die gingen mir einfach irgendwann auf die Nerven, regelrecht auf die Nerven. Überhaupt das ganze Buch ging mir irgendwann sowas an von auf die Nerven, dass ich ja auf Seite 396 kurz vor dem 41. Kapitel abgebrochen habe. Also ich habe fast das Buch durch, aber ich konnte nicht mehr weiterlesen, weil mir das ist mir so auf den Sack gegangen, ey, ohne Witz. Ich habe das selten ein Buch ins Eck geworfen, aber das habe ich damals tatsächlich ins Eck geworfen. Kommen wir zu siebtens. Zeige ein Buch, wo du dir eine Verfilmung wünschen würdest. Und ja, da wäre wirklich eine Verfilmung wirklich der Hammer. Und zwar ja, ist es das Erbe der Macht. Das sind diese fünf wahnsinnig tollen Bücher, wobei diese vier hier, das ist hier der erste Teil, das Erwachen, ja, der zweite Teil Feuerblut und der dritte Teil Ascheatem und hier der vierte Teil Allmacht und das ist auch das Ende der ersten Staffel. In diesen vier Büchern sind 12 Teile versteckt. Und das weiß ich vom Andreas Suchanek, der Autor. Das ist ein bisschen, die ganze Reihe ist ein bisschen im Stile geschrieben, wie die heutigen Netflix-Serien funktionieren. Wisst ihr, das hier ist nicht irgendwie, das ist zwar in 12 Teile unterteilt, diese Teile schließen aber nahtlos so aneinander an, dass das im Prinzip, wisst ihr, im Prinzip ist das Ganze ein langer Spielfilm, wisst ihr, also, ne? Oder ein riesen fettes Megabuch sozusagen. Das ist halt zwecks Erzählstruktur im Prinzip ein bisschen in 12 Teile aufgeteilt, aber im Grunde sind es diese 12 Teile, wären auch Serienfolgen. Ja, und das wäre im Prinzip die erste Staffel. Ja, hier haben wir jetzt den Anfang der zweiten Staffel. Das sind auch wieder 3 Teile, glaube ich, drin. Ja, 3 Teile. Und der Hexenholz, das ist der letzte erschienene Teil, der ist erst vor ein paar Tagen erschienen und ist Deluxe, wahnsinnig stark. Ja, ich blende euch das Cover vielleicht mal hier ein. ja,
das wäre eine etwas, was ich unheimlich gerne verfilmt sehen wollte. Pass mal auf, ich lese euch mal kurz den Klappentext vom ersten Teil vor. Die Welt, wie du sie kennst, ist eine Lüge. Seit über einem Jahrhundert verbirgt der Wall die magische Gesellschaft vor Menschenaugen, garantiert Friede und Gleichheit zwischen Menschen und Magiern. Doch in den Schatten tobt ein Krieg um die Vorherrschaft. Jennifer Danvers ist eine Lichtkämpferin. Als ihr Freund und Kampfgefährte stirbt, erwacht mit Alexander Kent ein neuer Erbe der Macht, der von ihr in die Welt der Magie eingeführt werden muss. Keiner von beiden ahnt, dass das Gleichgewicht der Kräfte außer Kontrolle geraten ist. Das Böse holt zum großen Schlag aus, um den Wall endgültig zu zerschmettern. Machtvolle Zauber, gefährliche Artefakte, uralte Katakomben und geheime Archive, Kämpfe mit den Lichtkämpfern und dem Rat des Lichts, Johanna von Orléans, Leonardo da Vinci und viele mehr um den Erhalt der Menschheit. Wow. Hammer! Ich liebe das Erbe der Macht. Die Geschichten sind so geil. Und die Charakter Alexander Kent und Jess und alle, ach, die sind einfach nur zum Niederknien cool. Und dann ist es interessant, dass es bei diesen Lichtkämpfern und auch bei der bösen Seite, bei den Schattenmagiern, ne, dass es da Unsterbliche gibt, die quasi da die Führung haben. Und das sind wiedergeborene Berühmtheiten dabei, so wie eben bei den Lichtkämpfern die Jungfrau von Orléans, die Jeanne d'Arc oder Einstein und Thomas Alva Edison und so. Genauso bei den bösen Rasputin und Genghis Khan und solche Leute da dabei sind. Deswegen unheimlich cool, spannend, wahnsinnig mit ganz, ganz, ganz viel Speed und Energie erzählt die Geschichte und ganz, ganz viel Humor auch dabei, neben der ganzen Zähne, wisst ihr, auf den Zähnen, auf den Fingernägel kauend mäßige Spannung bei der Geschichte. Richtig, richtig geil. Kommen wir zu achtens. Zeige ein Buch, das dich tief bewegt, erschüttert oder aufgewühlt hat. Aktuell wie nie oder wie schon seit langem nicht von Morten Ruhe, Die Welle. Ich lese euch ganz kurz mal den Klappentext vor, falls ihr das Buch noch nicht gelesen oder den Film noch nicht gesehen habt. Wenn die Mehrzahl aller Deutschen unter Hitler keine Nazis waren, warum haben sie dann nicht versucht, den Holocaust zu verhindern? Ein beliebter Lehrer will heute seinen Schülern beweisen, dass der Faschismus, das Nationalismus, kein ausschließlich deutsches und historisches Problem darstellt, sondern eine dauernde, stets und überall vorhandene Gefährdung ist. Es beginnt ein Experiment und löst damit eine Bewegung aus, die immer größeren Zulauf gewinnt. Die Welle. Es zeigt sich, die meisten Schüler sind bereit, ihre Individualität zugunsten eines bequemen, unselbstständigen und disziplinären Verhaltens aufzugeben. Das Experiment Welle gerät außer Kontrolle. Die Gelangweilten haben etwas Neues. Die Orientierungslosen sehen ein Ziel. Die Schwachen fühlen sich geborgen. Die Ehrgeizigen finden ein neues Bestätigungsfeld. Die Erzählung besitzt den Charakter der Vorkommnisse, über die sie berichtet. Sie ist Experiment und Lehrstück, lässt auch erzählerisch ausschließlich zu, was dem Beweis ihrer Thesen dient. Lesen allein genügt nicht, denken wird verlangt. Ja, das schreibt die Zeit über dieses Buch. Hat mich damals, als ich es gelesen habe, tief bewegt, wie
es zeigt schon auf, wie es sein kann, wie Faschismus oder Radikalismus Menschen verblendet und verführt, wie einfache Thesen, wie heutzutage so ein Bullshit, denn die AfD-Nazis und Drecksteppen von Nazis überhaupt mal generell so von verzapfen und so den Scheiß. Es ist halt oftmals recht einfach, auf einfache Lösungen zu hören und der ist schuld und weniger die wirklichen Probleme zu sehen. Da ist lieber ja der Ausländer oder der, die, das, was der Geier wäre, schuld. Sollte jeder mal gelesen haben, und am besten die Vollidioten, die denken, AfD wählen zu müssen, die sollten das Buch ganz dringend lesen. Vielleicht ja, haben sie dann die Selbsterkenntnis und erkennen sich in ein paar solchen Leuten, die da mitspielen, in so ein paar Charaktere, vielleicht erkennen sich sie sich dann wieder und ziehen ihre Schlüsse, wenn sie mal ganz bescheuert sind. Ja, so what? Kommen wir zu neuntens. Deine liebste Autorin ist ist J.K. Rowling. So profan, einfach wie es klingt. Aber sie hat mit Harry Potter etwas erschaffen. Die Harry Potter-Reihe ist mehr als die Bücher selber. Die Harry Potter-Reihe ist ein Phänomen und ich denke, so wie ihr jetzt hier zuhört, viele Zuschauer werden, wenn sie nicht irgendwie über Harry Potter das ihre Leseleidenschaft so zurückführen können. Ich höre das ganz, ganz oft. Ich habe damals Harry Potter angefangen zu lesen. Seitdem lese ich. Das hat damals, als das herausgekommen ist, das erste Buch, etwas bei ganz vielen Menschen ausgelöst, nämlich Leseleidenschaft. Auf einmal war es wieder cool, wenn man Bücher liest. Das hat J.K. Rowling bewirkt und ich liebe einfach die Geschichte. Zehntens, dein liebster Autor ist J.R.R. Tolkien. Ist mein absoluter Lieblingsautor. Er hat mit Mittelerde, mit allen Büchern um Mittelerde etwas Beispielloses erschaffen, nämlich eine so extrem plastische Darstellung einer Welt, wie sie vorher und auch nachher nie mehr von irgendeinem Autor erreicht wurde. Ja, klar, gibt es viele, viele Autoren, die ihre Fantasy-Welt unheimlich gut erfinden, indem es Währungen gibt auch Sprachen und so, aber diese
diese Masse, dieses umfangreiche, diese umfangreiche Ausfüllung an Leben, die Tolkien seinen Geschichten eingehaucht hat, das sucht einfach bis heute seinesgleichen. Ich meine, der hat mehrere Sprachen erfunden und um diese Sprachen, um die Unterschiede zwischen diesen Sprachen begründen zu können, hatte eine Welt erschaffen, die eine Historie in sich trägt, die die wenigsten überhaupt wissen, die jetzt nur die Filme oder nur der Herr der Ringe, der Hobbit gelesen haben. Dieses ganze erste Zeitalter und zweite Zeitalter und dritte Zeitalter, an dessen Ende, ganz am Ende, der Ringkrieg steht. Das ist nur so, also wisst ihr, mini bisschen an Zeit. Das andere vorher, erste Zeitalter, sind Zehntausende von Jahre an Geschichte, die Tolkien da erfunden hat. Und das macht ihn für mich einfach einmalig. Und deswegen, weil ich eben diese Geschichte um Mittelerde so liebe. Deswegen ist Tolkien auch und wird es auch wahrscheinlich für immer bleiben, mein absoluter Lieblingsautor. Ja, das waren das war der Basic Book Tag. Ja, wen tag ich? Ich tag mal die üblichen Verdächtigen. Ich tag die Bücher Nixon. Ich tag die Sonja von Sonnige Bücher. Steffis kleine Bücher Express. Steffi, dich tag ich auch. Und ich wollte jetzt Janine auch noch taggen, aber die macht ja leider kein Booktube mehr. The Empire of Books, ne? Das reicht ja auch mal, die drei. In diesem Sinne, lest mal wieder was. Ciao.